Wenn er uns hier erwischt? Ich habe doch schon 100-mal gesagt, dass sich Campbell oben mit dem Hauptmann der Wache trifft. Er wird stundenlang beschäftigt sein. Also, such weiter. Und ich habe dir schon 100-mal gesagt, Archer, dass ich sicher bin, dass er sein schwarzes Buch stets bei sich trägt. Wir sind für nichts und wieder nichts in Campbells Allerheiligstes eingebrochen. Psst, hör mal, was war das? Bleib hier und find es raus. Aber ohne Erdewacht verlassen Sie diesen Achumene. Die Aufseher finden ihn mit Schuld nach dem Sinn. Ja, wohl. Das heißt, die Sache ist auch. Nicht. Ja, das ist alles. Gut, wir können das Zimmer sehen, aber es bringt uns eigentlich gar nichts. Denn hier geht es nicht weiter. Kann man sich gut verstecken, aber wer bringt das Ganze hier auch nicht? Kommen wir hier wieder raus? Ja. Platz, da kann man doch nicht einfach mitten drauf rumlaufen. Ich hätte jetzt gedacht, das hier unten wäre perfekt. Ah, das ist doch perfekt. Okay. Bis hierhin hat es echt gut geklappt schon wieder. Wir müssen ja auch gar nicht jeden erledigen. Es ist viel sinnvoller, einfach mal an den meisten vorbeizuschleichen, wie da gerade. Da muss er zwar zweimal vorsichtig sein, auf dem Hin- und auf dem Rückweg. Aber dafür erspart man sich auch sehr, sehr viel Schwierigkeiten. Wir müssen jetzt uns auch mittlerweile schon im zweiten Part wieder befinden. Also im letzten Part, den ihr zu sehen bekommt, bevor ich in Urlaub bin. Ist er sogar. Da drin habe ich jemanden gesehen. Dabei handelt es sich tatsächlich um den Besprechungsraum, mit dem ich muss. Ist gerannt. Nachrichtsanweisung. Was soll das denn heißen? Nein. Ach, du kannst es nicht. Ja, ist egal, er schießt
jetzt auf uns, ist aber auch vollkommen Wurst. Wir laden das wieder. Gar nicht mal so einfach. Wie gesagt, das extrem eine Stealth-Action spielt. Also da ganz ehrlich, ich habe ja gehört, dass ich auf sowas wie Stealth-Action stehe. Aber wenn ich das hier sehe, dann habe ich glaube ich noch nie ein Stealth-Spiel gespielt. Diese, also das ist wirklich das oberste Extrem, wie vorsichtig man hier sein muss. In jeder winzigen Situation. Das ist echt Hammer. Ich glaube, das ist mit das beste Spiel, was ich je gespielt habe. Ich hoffe, es gefällt euch auch so ein bisschen im Zukunft. Neutralisiere Oberaufseher-Campbell. Finde Campbell und Cornell im Gesprächszimmer des Oberaufsehers nicht tödlich. Mache Oberaufseher-Campbell bewusstlos. Dann setzen wir mal den Punkt drauf. Schone Hauptmann Cornell. Den würde ich gerne verschonen. Und zurück zu
das? Wachen! Gift zu Campbell schieben. Kombiniere die beiden Gläser miteinander, beide vergiften. Gläser ausschütten. Weggehen. Wollen wir Campbell jetzt töten? Beide Gläser mache ich nicht. Den anderen will ich auf jeden Fall überleben lassen. Gläser ausschütten. Callister weiß ich zu helfen. Hat vermutlich ein sicheres Versteck in all dem Chaos gefunden. Wenn meine Aufseher etwas hören sollten. Das tun sie aber nicht, weil sie zu schlecht sind. Entschuldigung, Sie haben es gemacht. Ich mache einen Gast.
da ist. Tja, dann eben auf die harten Türen. Was war das denn? Schon gut. Sie haben Glück, Hauptmann. Ich muss den wirklich guten Jahrgang öffnen. Lassen Sie Ihre Leute hier, sonst müssen wir mit Ihnen teilen. Nun gut, Campbell. Wenn wir unsere Meinungsverschiedenheit damit beenden können. Schön für dich, meine liebe Exkommunikation. Ich möchte den gerne beide überleben lassen. Egal, was Campbell hier auch tut, dass er uns verraten hat, ist mir vollkommen egal. Ich möchte, dass er überlebt. Und deswegen müssen wir jetzt neu laden. Wir waren an dieser Stelle. Wir schütten die Gläser aus. Callista weiß sich zu helfen. Hat vermutlich ein sicheres Verständnis bei des Hauses. Nice. Wenn meine Aufseher etwas hören sollten, melde ich mich sofort. Zeit für einen Augenblick. Du kommst jetzt hier hin. So. Thank you.
quatscht schneller und verlasst diesen Raum und geht die Treppe runter. Tut mir leid, dass ich hier ein bisschen weniger rede. Das Problem ist halt, dass ich mit diesem Stealth und damit bin ich einerseits sehr konzentriert und andererseits mich auch sehr auf die Geräusche in der Umgebung und was weiß ich sonst noch so konzentriere. Und deswegen weniger ja darauf konzentriere. Ich speichere nochmal jetzt hier, ne? Einfach aus dem Grund, weil ich jetzt mal überlegen oder mal gucken möchte, was passiert, wenn ich jetzt hinten Körno. So, er die lieber auf Campbell und dann bemerkt. Oder nicht? Campbell flüchtet. Was zu lesen. Und jetzt haben wir das. Bis hierhin. Speichern. Oberaufseher Campbell. Fortsetzen. Das Kind erheben. Hat der Outsider mich schon in seinen Fängen? Was war das? So doof anstellen. Wie soll ich denn da wieder rauskommen jemals? Ohne erwischt zu werden vor allem. Sollen wir Campbell jetzt mitnehmen oder nicht? Das hatte ich eben nicht ganz verstanden, weil das Symbol ja immer noch auf Campbell zeigt. Wir ja aber doch den Auftrag haben, Campbell möglichst ja unerwischt hier zu lassen, also ein eigenes Kind erheben. Ach,
Hat der Outsider mich schon in seinen Fängen? In das Leben des Oberaufsehers Perry steht geschrieben, dass der große Mann mit dem Outsider sprach. In Träumen. Also kann er in der Tat dort wandeln. Was die erhobene Hand. Vielleicht lag es daran, dass wir nicht geschlichen sind. Nicht immer falsch. Ich selbst profitierte in meiner Jugend von vielen Züchtigen. Viele Züchtigungen. Ja, da ist es nicht an Enthusiasmus. Hallo? Ach nee, komm. Ich sag nicht, wir kommen nicht mehr raus mit dem Campbell in der Hand. Unsere Missionsziele. Nicht tödlich jetzt den Stuhl im Verhör zu. Ach! Verdammt! Okay. Neuladen. Sag mir das doch einer, dass wir den Verhörzimmerstuhl da setzen müssen. Ach! Ja. Kampflosige Blutbad, meine Flucht ist oft okay, das geht auch. Okay. Ihr werdet es jetzt vielleicht gar nicht mehr sehen, nein, weil ich weiß jetzt nicht, wie lange das jetzt noch dauert. Der Outsider liegt schon in seinen Fängen. Theoretisch würde das jetzt hier noch 3 Minuten dauern, dieser Part. Und. Ja, ansonsten würde das, wenn wir das hier in den Stuhl setzen und so, wird dann wahrscheinlich erst hochgeladen, nachdem ich wieder da bin aus dem Urlaub. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist, abschauen. Oh oh. Ich werde dein Versteck finden. Alter! Ich will dich finden, du Hexenfisch! Alter! Wo kommen die denn plötzlich alle her? Hashtag nice! Ha? Keine Sorge, ich will dich hoch! Ich werde dich finden. Was ist passiert? Ich sag mal, Kopf bekommen. Der Hals ist reich. Glücklich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bisschen sehr unnatürlich, wie ihr hier hängt, aber... Keine Sorge, ich finde dich schon auf. Ich weiß, dass du... Nein! Nimm den mit!